Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder, die Vanny. Ich muss mich, glaube ich, bei euch entschuldigen, denn ich habe euch ganz schön lange warten lassen auf ein neues Video von mir. Ich hatte ganz schön viel zu tun in letzter Zeit, auch wenn das nach einer blöden Ausrede klingt. Aber es ist leider so, dass diese ganze Eco-Fashion-Geschichte und dieser Blog mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich zu Anfang gedacht habe. Man muss sehr viel nachforschen, sehr viel recherchieren und auch gucken, welche Labels und vor allem welche Zertifikate in diesem Eco-Fashion-Bereich glaubwürdig sind und vertrauenswürdig, damit ich euch ja auch keinen Quatsch erzähle und auch nicht unnötig viel Geld ausgebe, denn es gibt auch echt noch nicht so viele Labels, die günstige Klamotten anbieten, die dann auch schön sind und mir gefallen und naja, also es ist alles nicht so ganz einfach gewesen in letzter Zeit, aber ich habe mir Mühe gegeben und werde das auch in nächster Zeit noch tun und ja, und hoffe, dass es noch bald viel, viel mehr tolle Labels geben wird, damit ich euch noch mehr schöne Sachen zeigen kann. Vor kurzem habe ich ein ganz tolles neues Label gefunden und zwar nennt sich das Greenality. Das ist so ein Streetwear-Label, also die machen vor allem T-Shirts, Hoodies, auch so ein paar Basic-Kleider so für Frauen. Und das gefällt mir besonders gut, weil die so Printed Shirts machen, wie auch das hier, was ich gerade anhabe. Das ist halt so ein Girly-Shirt, was echt einen super schönen Schnitt hat mit einem coolen Slogan drauf. Und die haben aber auch ganz andere Prints noch, ne? Also vor allem so selber gezeichnet, ganz detailreich, echt sehr schöne Sachen, sehr ausgefallen und einfallsreich, wie gesagt. Und die ganzen Klamotten von denen sind aus Organic Cotton hergestellt. Und was ich daran besonders gut finde, ist, dass das Greenality auch zertifiziert wurde. Also einmal mit dem Fair Trade Zertifikat. Und ich habe herausgefunden, dass das ein wirklich sehr vertrauenswürdiges Zertifikat ist, was auch in der Szene anerkannt ist. Und da geht es vor allem um die fairen Arbeitsbedingungen, die gewährleistet werden müssen für die Bauern in den Herstellungsländern. Also die müssen faire Arbeitsverträge haben, feste Arbeitsverträge, keine Ausbeutung, keine Kinderarbeit natürlich. Solche Geschichten werden da einfach garantiert von dem Label selber, also von Greenality. Und das finde ich zum einen super. Und zum anderen wurden sie auch mit dem GOTS-Zertifikat ausgezeichnet. Und die Abkürzung vergesse ich immer wieder. Also ich glaube, GOTS steht für Global Organic Textile Standard, wenn ich mich nicht ganz irre. Und da geht es auch einmal um die fairen Arbeitsbedingungen, aber auch um die Materialien, ne? Also woraus die Sachen hergestellt werden. Und die müssen zu 95% aus Naturfasern hergestellt werden. Und diese beiden Sachen, das Fair Trade Zertifikat und GOTS, hat Greenality und deswegen finde ich dieses Label super. Und sie sind auch recht preiswert, also die T-Shirts fangen bei 25 Euro an, das finde ich wirklich völlig gerechtfertigt und deswegen finde ich das super. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal auf die Seite gehen und schauen, ob ihr da was Schönes für euch findet. Es ist natürlich nur Streetwear, ne? Also die Mädels, die jetzt da, die irgendwie High Heels erwarten oder Miniröcke oder Glitzertops oder so, werden da jetzt nicht fündig. Aber hin und wieder ist ja auch so ein cooles Printed Shirt sehr schön. Ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung für euch vorbereitet und zwar möchte ich etwas unter euch verlosen. Ich habe nämlich hier zwei wunderschöne Jutebeutel von Greenality. Hier seht ihr zum Beispiel auch, was die sonst noch so für Drucke haben, ne? Also das ist jetzt zum Beispiel eine gezeichnete Frau, die ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und auf dem anderen Jutebeutel sind so eine Turnschuhe drauf, aka Chucks. Und genau, die finde ich auch ganz cool. Auch gelb ist mal eine schöne Farbe für Jutebeutel, hat man ja sonst selten. Die sind auch natürlich aus Biobaumwolle hergestellt und die möchte ich jetzt unter euch verlosen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist mein Video zu kommentieren. Und zwar möchte ich mal von euch wissen, wie ihr so zu dieser ganzen Eco-Fashion-Geschichte steht. Achtet ihr darauf, woher eure Klamotten stammen oder ist das euch eigentlich alles scheißegal? Das würde ich gerne wissen und mit ein wenig Glück seid ihr dann Besitzer eines dieser wunderschönen Jutebeutel. Aber das war noch längst nicht alles. Ich habe nämlich wieder fleißig getauscht bei kleiderkreisel.de. Das habe ich euch ja letzte Mal im Blog schon vorgestellt. Und zwar diese wunderschönen Ballerinas. Ich weiß, es wird jetzt Winter, aber ist mir egal. Wer schön sein will, muss leiden. Deswegen werde ich sie auch bei tiefstem Winter und Schnee und Eis und Kälte anziehen, weil die so schön sind. Und zu einer schwarzen Strumpfhose sehen die ganz, ganz toll aus. Also im Grunde sind es ja ganz normale schwarze Ballerinas mit einem kleinen Absatz. Und der Clou ist aber dieses süße rosa Gummibändchen hier. Und die sehen angezogen wirklich ganz, ganz toll aus. Ich habe schon ganz viele Komplimente bekommen, als ich die anhatte. Genau, die habe ich ertauscht bei Kleiderkreisel. Und außerdem habe ich noch eine ganz tolle andere Tauschseite im Internet entdeckt. Und zwar heißt die Common Vintage. Ich weiß gar nicht, ob die neu ist oder ob ich sie jetzt erst entdeckt habe. Ist ja auch eigentlich egal. Ich finde die jedenfalls noch ein bisschen cooler als Kleiderkreisel. Einmal, weil die cooler aufgemacht ist. Also sie sieht einfach schöner aus, detailreicher, ein bisschen mädchenmäßiger.
Und ich habe auch das Gefühl, dass die Sachen, die da getauscht werden oder die zum Tausch angeboten werden, cooler sind als bei Kleiderkreisel. Also irgendwie mir mehr gefallen. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt mehr auf der Seite unterwegs. Und was ich ganz toll finde bei Common Vintage ist, dass die auch im Real Life so Tauschpartys veranstalten. Und am 20. Oktober findet eine in Berlin statt, in der Linienstraße. Da werde ich auch hingehen und das natürlich auch mit der Kamera begleiten. Und das ist ein ganz cooles Konzept. Also da kann man hinkommen mit seinen Klamotten, die man halt nicht mehr anziehen will oder nicht mehr mag. Und dann kann man die dort gegen sogenannte Tauschdollars eintauschen. Und dann hat man halt so Kohle in der Hand, so Spielgeld. Und kann dann wiederum mit diesem Spielgeld shoppen gehen in diesem Laden. Und die Sachen, die von den anderen dort abgegeben worden sind, sich ertauschen sozusagen. Also richtig cool. Die Sachen, die übrig bleiben, werden dann auch noch einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Also alles in allem eine runde Sache und macht bestimmt viel Spaß. Ich bin schon gespannt. Da werde ich auf jeden Fall hingehen und euch mitnehmen. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Berliner unter euch, die mich dahin begleiten werden. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt habe ich ganz schön schnell geredet. Jetzt bin ich durch am Ende meines Blogs. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich verspreche euch, bis zu meinem nächsten Video dauert es diesmal nicht so lange. Bis dahin, eure Vanny Fair.